Hallo, vielleicht haben Sie schon einmal was über das Medikament Clonidin gehört im Rahmen einer Schmerztherapie oder bei einer Narkose nach einer Operation. Auch wird Clonidin im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch verwendet. Clonidin ist ein Medikament, das in verschiedenen Situationen eingesetzt werden kann. Vor allem im Krankenhaus wird es eingesetzt, IV wird es da gegeben als Spritze. Und ich gehe jetzt einmal auf Clonidin ein, welche Wirkung es hat, worauf man dabei auch aufpassen soll. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Ich bin Arzt und arbeite und forsche schwerpunktmäßig im Bereich der Schmerztherapie und arbeite aber auch im Bereich der Anästhesie. Und gerade da verwenden wir sehr oft das Medikament Clonidin. Was ist Clonidin und wie wirkt es? Clonidin ist ein sogenannter Alpha-2-Rezeptor-Agonist. Clonidin wirkt zentral an diesen Alpha-2-Rezeptoren und dadurch wird eine bestimmte Wirkung erzielt, wie zum Beispiel, dass der Blutdruck gesenkt wird. Gleichzeitig hemmt es aber auch peripher diese Alpha-2-Rezeptoren. Also Clonidin hat zwei Eigenschaften, das ist nämlich sehr wichtig, eine zentrale Eigenschaft und eine periphere Eigenschaft. Man kann sich das so vorstellen, wie das Clonidin den Sympathikus hemmt und den Parasympathikus fördert. Also Sympathikus für Flucht ergreifen. Der Sympathikus bewirkt ja einen Blutdruckanstieg, dass man wach ist, also wenn man flüchten möchte. Und das wird sozusagen blockiert. Und der Parasympathikus hingegen für Ruhe, der wird gefördert. Und genau das sind auch die Eigenschaften von Clonidin. Kurz einmal zu den pharmakologischen Eigenschaften. Clonidin wirkt so nach ungefähr 5 bis 10 Minuten, hat so eine Wirkdauer von 4 Stunden und eine Halbwertszeit ungefähr von 8 Stunden. Wie nimmt man es typischerweise? In einer Ampulle Clonidin bzw. vom Handelsnamen Cataprissan sind auf 1 Milliliter 0,15 Milligramm drin und dann mischt man das. Man mischt das mit 14 Milliliter Nazel und diesem 1 Milliliter Clonidin und dann gibt man damit sozusagen das Medikament gewichtsadaptiert, wie viel der Patient benötigt. Einsatzgebiete und Indikation für Clonidin. Noch einmal ganz wichtig, Clonidin hat also eine zentrale Alpha-2-Rezeptor-Stimulation und eine periphere Alpha-2-Rezeptor-Hemmung. Und das hat dann auch was mit der Wirkung zu tun. Der eigentliche Wirkeinsatz oder Einsatzgebiet für Clonidin ist nämlich bei Bluthochdruck. Ist da nicht Mittel der Wahl, da nimmt man erstmal andere Medikamente. Aber Clonidin hilft zum Beispiel, dass der Blutdruck sinkt. Aber man muss darauf achten, dass es oftmals sein kann, dass initial im ersten Moment der Blutdruck ansteigt aufgrund dieser peripheren Wirkung und erst etwas später der Blutdruck dann sinkt. Das ist ganz wichtig, nämlich zu wissen. Also wenn Patienten schon einen sehr hohen Blutdruck haben, dann kann es sein, dass im ersten Moment erstmal der Blutdruck noch weiter ansteigt und erst dann der Blutdruck sinkt. Also Blutdruckveränderung ist ein Einsatzgebiet. Ein zweites Einsatzgebiet ist bei Alkoholentzugserscheinungen, Symptomen, genauso wie bei Opioid- oder Opiatentzug. Ganz wichtig, da wird es halt eingesetzt, Clonidin, daher kennt man es vielleicht auch aus der Presse. Dann kann Clonidin auch eingesetzt werden oder wird es oft eingesetzt auf Intensivstationen, dass der Patient sediert ist, also so ein bisschen schläfrig ist. Natürlich soll er noch alles ein bisschen mitbekommen bzw. ansprechbar sein, auch selber atmen, aber er soll, wenn möglich, halt schlafen, dösen und da hilft gerade Clonidin. Und dann ein weiterer Bereich ist dann auch bei unruhigem Aufwachen nach einer OP. Also gerade junge Männer zum Beispiel neigen dazu, sehr unruhig aufzuwachen.
nicht zu 100 vielleicht, wo sie gerade sind. Und da gibt man oftmals auch Clonidin, damit dieses Aufwachen viel ruhiger ist. Wie gesagt, Clonidin hemmt den Sympathikus und fördert den Parasympathikus, das, was ich eben meinte. Und dann ein fünftes Feld, wo man Clonidin verwendet, was ganz anderes. Und das ist nämlich beim grünen Star, also beim sogenannten Glaukom, weil nämlich durch Clonidin die Kammerwasserproduktion gesenkt wird. Und das ist dann auch, wo man Clonidin nicht nur im Krankenhaus sozusagen in der Spritze bekommt, sondern wo Clonidin auch in Medikamenten mit drin sein kann, die man zu Hause verwendet. Also dann sind das oftmals Medikamente, wenn man Probleme mit den Augen hat. Was sind die Nebenwirkungen und Wechselwirkungen von Clonidin? Clonidin hat entsprechend der Wirkung natürlich einige gerade dosisabhängige Nebenwirkungen. Also hängt auch davon ab, wie viel man gibt. Deswegen macht man das immer gewichtsadaptiert, ob man 70 Kilo wiegt, ob man 100 Kilo wiegt. Davon hängt ab, wie viel Clonidin man gibt und natürlich auch, wofür man es gibt. Eben hatte ich ja die Indikation schon genannt. Es gibt aber gewisse Nebenwirkungen von Clonidin und die sind erstens, wie ich eben schon einmal gesagt hatte, dieser initiale Blutdruckanstieg, gerade das muss man beachten, das ist sehr wichtig zu wissen. Dann auch eine Mundtrockenheit, Sedierung, Müdigkeit, wie ich gesagt habe. Wenn man es auf Intensivstationen gibt, dann möchte man diese Sedierung. In anderen Fällen möchte man das vielleicht nicht haben, aber das ist wichtig zu wissen. Ein weiterer Aspekt ist dann eine sogenannte Bradykardie, also dass das Herz sehr langsam wird, dass man einen sehr langsamen Puls hat. Und darüber hinaus gibt es noch andere Nebenwirkungen. Hier ganz wichtig, dies mit Ihrem Arzt zu besprechen. Und deswegen gibt man Clonidin auch nicht einfach so. Es ist ein sehr starkes, potentes Medikament, das man nicht selber einfach verwenden sollte. Und deswegen ist es auch so gefährlich, wenn man es missbraucht, gerade um eine Opioidwirkung zu erhöhen. Und darauf gehe ich jetzt noch gleich ein, nämlich auf das sogenannte Clonidin-High. Wann sollte Clonidin nicht eingenommen werden? Zunächst einmal, Clonidin sollte natürlich entsprechend der Nebenwirkung in bestimmten Situationen nicht eingenommen werden. Dazu zählt in der Stillzeit, in der Schwangerschaft. Dazu zählen auch bestimmte Erkrankungen, wie zum Beispiel das sogenannte Pheochromozytom, also als ein Tumor, wo vermehrt Adrenalin, Noradrenalin gebildet wird. Genauso auch, wenn man Probleme mit dem Herzen hat, wenn man eine Bradykardie, schon also einen sehr langen Puls, sehr langsamen Pulsschlag hat, weil das ja sozusagen noch mehr verlangsamt werden kann. Also so gibt es bestimmte Situationen, worauf man sehr achten muss, wo man Clonidin nicht gibt. Das ist es auch, worauf der Arzt achtet und deswegen sehr wichtig, das Medikament nicht selber einfach einzunehmen. Clonidin, High und Missbrauch. Ein sehr interessanter Bericht in 2014 hat einmal aufgezeigt, wie Clonidin die Wirkung bestimmter Opioide bzw. von Methadon, Codein, aber auch Heroin verändert bzw. sogar noch erhöht, wie ein sogenanntes Clonidin-High erzeugt werden kann. Und das ist auch ein Grund, warum das Medikament oft in der oder zunehmend in der Drogenszene auch missbraucht wird, um sozusagen bestimmte Wirkungen von Opioiden zu erhöhen, weil man Codein noch relativ einfach bekommen kann, weil es ja gar nicht in diesen Zusammenhang mit Drogenmissbrauch gebracht wird. Aber es ist ganz wichtig, wie ich davor gezeigt habe, Clonidin ist ein sehr potentes Medikament. Es hat sehr starken Einfluss auf den Blutdruck, auf den Herzschlag und deswegen ist es ganz wichtig, das in der richtigen Dosierung zu nehmen und auch keine Nebenerkrankungen zu haben. Und daher ist es auch sehr gefährlich, wenn man es kombiniert mit zum Beispiel Medikamenten wie Methadon oder auch Heroin. Häufige Patientenfragen: Was passiert bei einer Überdosierung von Clonidin? Bei einer Überdosierung von Clonidin kommt es zu Nebenwirkungen einfache Nebenwirkungen erstmal wie Übelkeit, wie Zittern, aber es kann auch zu gefährlichen Problemen kommen, wie diese Bradykardie, also wenn der Herzschlag extrem runtergeht, wenn der Blutdruck extrem in den Keller rauscht, da ist es dann wichtig, ganz schnell dieses Gift, das Clonidin, zu neutralisieren.
Erbrechen ist zum Beispiel eine Möglichkeit, also dass das Clonidin schnell wieder rauskommt. Aber natürlich Harnosis dann schnellstmöglich ins Krankenhaus zu kommen, diese Vitalparameter zu kontrollieren und auch wieder dafür zu sorgen, dass zum Beispiel der Puls wieder steigt, indem man ein Gegenmedikament nimmt. Also es ist eigentlich unmöglich, selber hierauf direkten Einfluss zu nehmen, wenn man eine Überdosierung hat. Darf ich Clonidin während meiner Schwangerschaft einnehmen? Generell besteht zu Clonidin in der Schwangerschaft oder gibt es wenig Studien, die hier gemacht wurden. Was man weiß ist, es sollte sehr restriktiv verwendet werden, also wenn möglich natürlich nicht nehmen. Manchmal gibt es aber Situationen, wo man es benötigt, wie zum Beispiel auf Intensivstation oder vielleicht unmittelbar nach einer Operation. Was man definitiv weiß, während der Stillzeit soll man es nicht nehmen, weil das Clonidin von der Muttermilch ins Kind übergeht. Deswegen, das muss man unbedingt vermeiden. Und während einer Schwangerschaft ist die Datenlage sehr dünn, aber wie immer, da sollte man natürlich, wenn möglich, darauf verzichten. Ist Clonidin das Mittel der Wahl bei Bluthochdruck? Wie ich gerade gesagt habe, ist Clonidin ja sehr wichtig zur Reduktion des Bluthochdrucks, aber es ist nicht Mittel der Wahl. Das heißt, gerade zu Hause verwendet man ja andere Medikamente, die sogenannten Big Five. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht, also ACE-Hämmer, Beta-Blocker etc. Clonidin ist mehr ein Medikament, das man im Klinikalltag verwendet, wenn man noch andere Gründe hat dafür, also wenn man nicht nur den Bluthochdruck oder den Blutdruck reduzieren möchte, sondern wenn das zum Beispiel unmittelbar nach einer Operation ist oder auf Intensivstation, wenn man halt noch andere Effekte von diesem Clonidin haben möchte. Zu Hause nimmt man ja typischerweise dann blutdrucksenkende Medikamente, wie halt ein Beta-Blocker oder andere, und Clonidin verwendet man da eher selten. Das war einmal ein Beitrag über das Medikament Clonidin. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch, gerne abonnieren Sie den Kanal und für Kommentare und Meinungen hierzu direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.